Sehr geehrte Staatsratsvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste auf der Empore. Ja, man könnte der Ansicht sein, zu Thebobelist sei alles gesagt und sogar weit mehr als das. Man könnte meinen, das Thema sei geklärt und löse sich Ende des Monats von selbst. Wir sind jedoch nicht dieser Meinung. Wir wollen hier in der heutigen Sitzung die letzte Chance nutzen, das Blatt noch einmal zu wenden. Angesichts des aktuellen Stands sieht es nämlich so aus, als würde der Obelisk einfach sang- und klanglos abgerissen und aus der Stadt verschwinden. Noch einmal zur Erinnerung. In der Stadtverordnetenversammlung im Juni wurde abgelehnt, dass die Einkaufsbemühungen eingestellt werden sollen. Das heißt im Umkehrschluss, dass es eine Mehrheit gibt, die der Meinung ist, dass der Obelisk angekauft werden soll. Der erste Satz unseres Antrags wurde folglich schon beschlossen und dürfte somit kein Problem darstellen. Gleichzeitig wurde jedoch beschlossen, dass der Obelisk als Kompromiss auf den Hollischen Platz solle, aber nicht ohne noch einen zweiten Absatz und einer sehr kurzen Frist zur Umsetzung des Beschlusses anzufügen. Dies konnte jedoch ohnehin nicht eingehalten werden, da zu diesem Zeitpunkt angeblich unbekannt war, dass es eine Sondernutzungserlaubnis gibt, welche die Stadt auf dem Königsplatz bis Ende September absichert. Ein bisschen komisch ist das alles schon, denn das Wort Kompromiss besagt, dass alle Beteiligten zustimmen, dann braucht man keine weitere Regulierung mehr wie eine Deadline. Der Kompromissvorschlag des Künstlers beinhaltete jedoch eine ganz andere Aussage. Der Künstler zeigt sich damit einverstanden, den Verbleib des Obelisken an das Dokumenteninstitut zu binden und nicht, wie die SPD falsch verstand, an den Hollandischen Platz. Für den Künstler bedeutet es eine Kopplung an das Institut an sich und nicht an einen konkreten Standort. Diese Festlegung ist somit nicht an den Ort gebunden, sondern an eine soziale und gesellschaftliche Funktion, welche das Institut in der Zukunft ausführen soll. Dieses hat aber aktuell noch keinen festen Raum, denn der Standort des Instituts steht noch nicht fest. Auch hier für Sie nochmal die Erinnerung der Beschlusslage. Die Stadtverordnetenversammlung beschloss am 8. Mai 2017 den Bau eines Dokumenteninstitutes. Die Standortfrage des Institutes wurde nur in der Begründung genannt und da tauchte der Parkplatz am Hollandischen Platz als einer unter mehreren möglichen zukünftigen Standorten des Institutes auf. Der Obelisk soll nicht geopfert werden, weil die Planungen für das Dokumenteninstitut noch nicht so weit fortgeschritten sind. Realistisch gesehen bleibt für den Obelisk also nur noch der Königsplatz oder ein noch zu findender Standort gemeinsam mit dem noch zu bauenden Dokumenteninstitut. Deswegen lautet es weiter in unserem Antrag, der Obelisk sollte zumindest vorzeitig auf dem Königsplatz bleiben, um ihn dann umzusetzen, wenn es Sinn macht, nach dem Bau eines solchen Institutes, wenn er denn eins gebaut werden muss oder gestattet worden muss werden kann. Man macht es sich also wirklich zu leicht, wenn man sagt, dass der Künstler alleine schuld daran sei, dass der Obelisk abgebaut werden muss, weil er auf dem Standort bestehe. Dies ist jedoch nicht der Fall und ich denke, das ist auch deutlich geworden. Mir scheint es eher so, als müsse der Obelisk unter den fehlenden Standortentscheidungen des Instituts leiden und das ist falsch. Es ist auch falsch, dem Künstler plötzlich einen neuen dritten Standort zu präsentieren, nachdem es scheinbar schon eine Alternative gab, mit der alle Seiten leben konnten. Hier wird unnötig verkompliziert und das von Seiten der Stadt aus, nicht von Seiten des Künstlers. Ich erinnere auch hier noch einmal gerne an die 6 Punkte für eine nachhaltige Kulturpolitik der Stadt Kassel, bei der ein Punkt auch die Stärkung der Dokumente ist. Und dort heißt es, die Dokumente als weltweit wichtigste Ausstellung für Gegenwartskunst sowie als bedeutende Institution Kassels bedarf einer nachhaltigen Stärkung. Also lassen Sie uns heute die Dokumente stärken, indem der Obelisk in Kassel bleiben kann. Auch die in den letzten Monaten ausgearbeitete Kulturkonzeption für die Stadt Kassel soll die kulturelle Seite dieser Stadt stärken. In dieser wird die Dokumentmotivation im Sinne von Beuys Idee der sozialen Plastik und einer die Gesellschaft verändernden Kunst innerhalb der Stadt als verbindendes Element benannt. Die Dokumentarmotivation soll als das verbindende Narrativ vergegenwärtigen, dass Kassel die Dokumentarstadt ist, weil sie 1955 mit der Gründung der Dokumenta den Mut aufgebracht hat, sich international zu öffnen und zeitgenössische Kunst einen Raum zu bieten, auch etwaigen daraus resultierenden Reibungen und Spannungen auszuhalten. Und dass Kassel immer noch in der Lage ist, diese Rolle zu spielen, können wir anhand der Diskussion um die Obelisken zeigen. Wir sollten die letzte Chance ergreifen und den Obelisken ein Bleiberecht auf dem Königsplatz einbauen. Dort können wir nicht nur an die Spaltung der Gesellschaft in der Flüchtlingsfrage seit dem Jahre 2015 erinnern, sondern auch an all die kontroversen Diskussionen, die im Zusammenhang mit der Dokumenta 14 im Obelisken geführt worden sind. Deswegen unsere Forderung, der Magistrat möge erneut auf den Künstler Olohuibe zugehen und eine Lösung finden, welche den Verbleib des Obelisken in der Stadt sichert. Bis dahin soll er da bleiben, wo er ist.